Das ist das Haus vom Nico Maus. Perfekt. Wo denn? Ja, hier. Ich habe das Haus vom Nikolaus gezeichnet. Boah, ist das schön. Voll gemütlich, ne? Sieht ein bisschen aus wie unser Haus. Nein. Und nu? Ja, jetzt können Wer wir ist da denn drin wohnen. der Nikolaus überhaupt? Oh, der Nikolaus, das habe ich gestern im schlauen Buch nachgelesen. Und zwar war der mal Nikolaus von Myra, das ist so ein, ja, also der war reich. Der war auch ein Abt von einem Kloster. Aber der war auch voll lieb. Also nicht so abgehoben reich, sondern so voll liebreich. Boah, ein bisschen wie du. Ach, du bist so charmant, Brösel. Und dann hat er eines Tages gesehen, wie so ein Mann und seine drei Töchter ganz, ganz arm waren. Und dann haben die auch andere Leute nach Geld gefragt, aber niemand wollte ihnen was geben. Oh, die Armen. Außer Nikolaus! Nikolaus! Aus! Nikolaus! Genau! Der Nikolaus hat denen drei Goldstücke, die aussahen wie Äpfel, einfach ins Wasser geworfen. Und weil die da gerade die Socken zum Trocknen aufgehängt hatten, sind die Äpfel, also die Goldäpfel, Yeah. genau da reingefallen. Du gehst gleich aus dem Bild raus. Oh, ich bin so begeistert und aufgeregt, da konnte ich mich einfach nicht mehr im Bild halten. Ja, und dann hat er denen einfach da die da reingeworfen. Und dann mussten sie nicht mehr hungern und waren alle glücklich. Das heißt, wenn ich jetzt meine Socken aufhänge, dann kommt da auch ein Goldapfel rein. Theoretisch ja. Goldapfel! Goldapfel! Aber Brösel, du hast doch gar keine Socken, du hast ja auch keine Füße. Und du? Vielleicht müssen wir uns von irgendjemandem die Schuhe ausleihen. Schuhe, Schuhe, wir brauchen Schuhe. Oh, klingt so, Brösel. Ganz schön große Schuhe. Damit. Was denn wir den neben Nikolaus hin? Bounce, bounce, bounce! Meinst du nicht, der ist ein bisschen zu groß und zu dreckig? Hast mir gar nicht zugehört? Nee, was denn? Der ist, glaube ich, zu groß und zu dreckig und der ist so dunkel, den sieht der Nikolaus doch im Dunkeln gar nicht. Erstmal wieder meine Haare richten. Super! Hihi, was ist das denn? Das sieht ja Ja, mal das ist aus. doch super, Das sieht oder? mir aus wie ein Auto. Wie ein Sockenpuppenauto. Rum, 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 steig auf, Brüssel! Nee, ist ein Auto und kein Nikolauszug. Mensch, da muss er, glaube ich, auch wieder weg. Ich habe noch was in petto. Ja, Ich ich guck mal glaube, ich eben. auch. Wollen wir jetzt 3,5 Sekunden wieder hier treffen? Okay, Eins, eins, zwei, zwei, drei, dreieinhalb! Wir hatten, glaube ich, die gleiche Idee, Brösel. Wow! Super! Die sind super. Die riechen super Die lecker. duften nach Vanille und. Und ein bisschen Käse. Vanillekäse. Ich liebe Vanillekäse. Ja, finde ich super. Die putzen wir noch ein bisschen. Und die sind auch bequem. Oh, die sind richtig bequem. Super. Mua. Wollen wir die jetzt putzen gehen? Okay. Brösel, wo bist denn du? Na, wir müssen doch erstmal unsere Schuhe noch fertig putzen, den letzten Schliff geben. Oh, kannst du meinen auch mitmachen? Natürlich. Danke. So. Und ich habe eine Idee, Brösel. Ja. Wollen wir Nachtwache machen und Ja, dann ja, ja. den Nikolaus begrüßen, wenn er unsere Stiefelchen füllt? Das machen wir. Okay. Vorbereitung. Vorbereitung, Und Vorbereitung. Vorbereitung. Von hier oben haben wir den allerbesten Ausblick. Ich mache die Decke über uns. Oh, ist die bequem, Brösel. Meine Güte. So, und jetzt müssen wir nur noch wach bleiben. Wach Wach bleiben. Wach bleiben, Brüder. Wach bleiben. bleiben.
Halt! Wow. Pia! Mein Gott! Brüssel, kannst du nicht hier leise schreien? Pia, wir sind eingeschlafen und der Nikolaus war's Hund da. Aber er hat auch was da gelassen. Wow, lass uns die Treppe runtergehen. Ja. Wie cool. Der ist voll gefüllt. Deine auch? Ja, ich guck mal direkt rein. Ja. Ich bin so aufgeregt. Und reingucken, reingucken. Jetzt so nur zieh ich sie einfach in den Haaren wieder raus. Brüssel? Ja? Brüssel? Brüssel? Ah, was ist das denn? Was ist da was im Mund? Ich guck mal eben schnell. Was ist da alles? Boah, das ist ja... Wow. Oh. Eine richtige Auswahl. Hier ist noch was runtergefallen. Eins und zwei und eins, zwei, drei. Das ist nur eins. Ja. Wo sind die anderen zwei und drei? Geh mal gucken. Für schlechte Zeiten. Oh, Banane. Und drei! Ja. Wow! So, alle wieder gefunden. Mhm. Boah, da war der Nikolaus. Nikolaus? Nein, der Nikolaus. Der ich glaube, das ist der Zwillingsbruder, der Nikolaus. Der war aber ganz lieb zu uns. Mhm. Oh, meine Lieblingsfrucht, eine orangene Mandarine. Ich glaube, wir sollen die Schale erst abmachen. Und erdige Erdnüsse. Ja, sind bestimmt in der Erde gewachsen. Mhm. Und eine Wasser... was? Pistole. Die können wir mehr benutzen, Pierre. Oh ja! Mit Olli! Wir müssen aufpassen, dass wir keine Fische reinziehen und die dann auf einmal rumfliegen müssen. Blub. Wäre aber auch witzig. Fliegende Füße. Oder? Nächstes Mal am Strandtag. Mhm. Zack! Zack! Nochmal! Ah, bumm. Besser! Okay. Ich guck mal, was in meinem drin ist. Ja! Boah! Ich helf dir, Pierre! Zieh mal oben mit, das ist, glaube ich, viel besser. Da, hier. Was ist das denn? Das sieht ja aus wie eine... Brüssel, dreh dich mal um. Maschallbürste! Und eine Haarbürste. Und Lockenwickler. Ein 5 in 1. Und eine Zahnbürste. Zahnbürste auch noch. Ja, das ist die Stelle, an die ich nie rankomme. Super. Boah, eine Massagebürste. Orangige Mandarinen. Oder mandarinige Orangen. Mhm. Und die Wasserpistole. Wow, danke, lieber Nikolaus. 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 Boah, und nächstes Jahr wieder. Immer am 6. Dezember. Und danach das Jahr, und danach das Jahr, und danach jedes Jahr das wieder. Jahr. Alle Jahre wieder. Kommt der Herr Nikolaus. Sagen wir noch tschüss, bevor wir wieder weggehen. Und hoffentlich haben die anderen, habt ihr auch einen schönen Nikolaustag. Ich wette drauf. Ob mit oder ohne Orange. Ist alles super. Top. Dann sagen wir tschüss auf lieber Nikolaus. Lieber Nikolaus. Tschüss! Ich nehme die Massagebürste. Ich nehme die orangige Mandarine und dies und das und alles. Ach, läuft schon? Ja, läuft. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!